Hey Leute, und willkommen wieder zu einem neuen Part von Dynasty Tactics 2. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich nehme Tenchu weiter auf, aber da gibt es ein kleines Problem. Und zwar habe ich in der letzten Aufnahme von Tenchu nämlich vergessen zu speichern. Hab mir dabei nichts gedacht. Nur gut, ein Level nochmal neu spielen. Ich hatte es noch komplett im Kopf, wie ich ganz schnell zum Ziel komme. Aber der Endgegner hat mich so abgefuckt. Ich hatte drei Wiederbelebungen, Ninja-Wiederbelebungen dabei. Zwei Heiltränke, einen schlägt er mir erstmal aus der Hand, benutzt ihn selber, hat wieder 150 Leben. Und ja, dann dachte ich nämlich, okay, wird dennoch ein leichter Kampf, hab genug Ninja-Wiedergeburten. Zwei Ninja-Wiedergeburten hat es mich gekostet. Und der greift mich so gleich, wenn ich wieder auferstanden bin, an und macht erstmal seine Spezialattacke, indem er seine Lebensenergie wieder auffrischt. Und da hat er wieder über 100 Jahre, dann habe ich mir gedacht, nee, heute kein Tenchu. Nee. Vielleicht werde ich mir nachher noch ein anderes Spiel raussuchen, was ich parallel Let's Playen werde. Vielleicht werde ich morgen weiter Tenchu aufnehmen, aber das liegt noch in den Sternen. Okay, wir Vorbereitung haben wir ja alle getroffen. Und werden weiter den historischen Weg beschreiten. Dieses Land ist eine natürliche Festung, immun gegen Angriffe. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mit dieser Armee siegen könnt? Macht euch keine Sorgen, unsere Moral ist hoch und meine Berater und Offiziere sind talentiert. Es bleibt nur zu hoffen, dass ihr Recht behaltet. Ach, der gute alte Zhou Yu. Mein Lieblingscharakter übrigens im gesamten Dynasty Warrior. Abgesehen von Dynasty Warrior 7, da sah er komplett total scheiße aus durch seine Rüstung. Da mochte ich ihn überhaupt nicht. Schau, Dun. Mal sehen, was du diesmal auf dem Kasten hast. Bestimmt hat er wieder mehrere Taktiken gelernt. Besiege den feindlichen Kommandeur. Besiege den feindlichen Kommandeur in 10 Tagen. Ne, wir haben hier, glaube ich, keinen drin, den man sich rekrutieren lässt. Immer noch Entschuldigung wegen der Audio, weil die immer noch nicht so das Beste ist, sage ich jetzt mal, was ich bieten kann. Aber es geht nun mal nicht anders. Ihr müsst halt jetzt erstmal mit leben, was ich jetzt momentan euch noch bieten kann. Wie gesagt, wenn ich irgendwann wieder das Geld habe, werde ich natürlich ein neues Mikrofon bestellen, damit es nicht so hallt und so, damit die Audio einfach besser ist. Okay. Ist nur scheiße, dass der hier drüben steht. Na egal. Wie viele Truppen haben wir überhaupt? 93.000 gegen 54.000. Okay. Ich wusste, dass es nicht funktioniert. Und dennoch tue ich es. Okay. Ach, Jengfei, bist hier drüben. Man kriegt eben Zhao Yun, die, Moral. Ich denke mal, vielleicht werde ich den historischen Weg heute vollenden, damit ich ganz einfach. Ich habe ja auch so schon genug Parts aufgenommen, die ich hochladen kann. Aber naja. Ich bin jemand, der eher im Voraus aufnimmt und dann erst hochlädt, weil meine Internetleitung halt so scheiße eben halt ist, dass die ganzen Parts eben halt auch so lange brauchen, bis sie überhaupt oben sind. Das hat schon an Anfang mit Assassin's Creed 2 habe ich natürlich mein Let's Play, also mein Let's Play überhaupt gestartet. Und da hat es schon bis an die, also wirklich einen halben Tag gedauert, bis der erste Part oben war. Und deswegen werde ich pro Tag, wenn ich natürlich die gewisse Zeit habe, dann auch nur ein Part, ein Video pro Tag hochladen. Am Wochenende weiß ich nicht, wie ich es mache. Entweder beides oder nur aufnehmen oder nur hochladen, das weiß ich eben halt nicht. Muss ich mir halt alles noch überlegen, wie ich es mache und
Und wenn mich irgendwann mal wieder die Lust verlässt, von wegen hier Videos aufnehmen und so, dann ja, müsst ihr halt damit leben. Aber durch den guten Zero wird das, glaube ich, nicht so schnell passieren. Weil er ist mir immer wieder eine Hilfe, indem er nämlich unter die Videos schreiben tut, dass er die Parts geil findet und so. Ja, das ist immer so ein positiver Kommentar unter die Videos zu lesen, das macht mich wirklich stolz und das ist natürlich auch motivierend. So, wie machen wir das jetzt am besten mit Shaodun? Wie machen wir das jetzt nur? Könnten Hilfe machen? Überfall. Ja, das tun wir doch mal. Mit ein bisschen Glück kann Zheng Fei dann derjenige sein, der Shaodun wieder besiegt. Erfahrung, das ist schon mal sehr gut. Wir können wechseln, ja. Damit kann Guan Yu auch mal angreifen. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob ich jetzt momentan Kessen Let's Playen sollte, weil ganz einfach Bock hätte ich, das ist ja das Ding, aber es geht halt allein um die Musik. Die Musik hier in diesem Spiel ist schon richtig episch und von diesem Let's Play habe ich halt noch kein Part hochgeladen. Vielleicht werde ich natürlich morgen ein Part hochladen, damit ich sehen kann, ob jemand damit Probleme hat, allein auf YouTube schon. Und ja. Wie gesagt, ich möchte gerne die Musik drin behalten, weil es ganz einfach zur Atmosphäre gehört. Und wenn ich die Musik komplett ausmache, sage ich jetzt mal, dann hat das Spiel allgemein keine Atmosphäre mehr. Machen wir so ein bisschen Lockvogel 2. Würde ich sagen. Ja, wie mache ich das am dümmsten? Durchbruch. Das ist alles nicht super. Scheiße. Versuchen vertreiben. Das natürlich nicht funktioniert. Warum auch? Ich bin Spieler. Ich muss immer sehen, dass die Dinger ganz oben sind, die Prozentzahl. Das ist manchmal wirklich zum Katzen, ey. Ich bin zwar immer noch sauer wegen dem scheiß Spiel Tenchu, ey. Das hat mich so abgefuckt, ey. Ich habe mich so gefreut hier, jetzt kann ich weiterspielen. Nein, weil ich Idiot nicht abgespeichert habe. Ach, ey. Das kann aber auch ehrlich gesagt nur mir passieren. Ohne Scheiß. Machen Durchbruch. Ja, immerhin 666. Schnapszahl. Na komm. Setz
Attacke ein, da kann er nochmal wechseln einsetzen, damit er ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt. Aber vielleicht werde ich im nächsten Part vielleicht ein bisschen rumspielen, damit das Mikrofon vielleicht, damit die Aufnahme, also meine Audio nicht mehr so hallt. Und wenn ich das hinbekommen sollte, dann, ja, da wäre es perfekt. Aber wie gesagt, ich werde es halt mal ein bisschen rumspielen, damit ich ganz einfach, damit niemand sagen kann, ey, der macht ja sowieso nichts. Muss schon ein bisschen mehr Schaden machen. Da setzt Lockvogel ein. Und das ist natürlich klar, dass das beim Gegner alles funktioniert. Ja, jetzt bist du in der Nähe von Liu Bei. Der kann auch ein paar Erfahrungspunkte vertragen. Beistand. Bogen. Was hast du denn? Anregen. Okay, machen wir das doch. Die hebt erstmal die Verwirrung auf. Deswegen ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man ein oder zwei Einheiten drin hat, die Ansporn oder zumindest Anregen haben. Damit die, wenn Einheiten in der Armee halt verwirrt sind, damit man das aufheben kann. Aber die Belohnung sollten wir schon kassieren, weil wir haben ja halt nur, ich sag mal, die besten Offiziere halt mit in die Armee genommen, weil wir keine Zweitarmee brauchen werden. Weil, wie gesagt, es gibt hier nur einen Weg. Wären wir natürlich den anderen Weg gegangen, das wäre natürlich was anderes. Dann hätten wir mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Armeen gebraucht. Aber dann nach diesem nächsten Kapitel dann nicht mehr. Das ist so kurios bei den Geschichten, dass man da sehr, sehr wenig mehr Armeen braucht. Und da hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, aber wie gesagt, das war 2003, wo das Spiel erschienen ist und vielleicht war da noch nicht so, noch nicht das, ich sag mal, Verständnis dafür da. Ist aber blöd, dass immer noch kein dritter Teil erschienen ist. Obwohl diese Fanbase von Dynasty Tactics eigentlich ziemlich hoch ist. Also es gibt viele Leute, die dieses Spiel gerne einen neuen Teil hätten. So, das muss jetzt aber viel Schaden machen. Vielleicht hätte man doch Verwirrung einsetzen sollen. Na egal. Er kann ja dann eh nur einen angreifen, falls er noch mal früher dran kommen sollte. 85, ja, okay, da können wir ihn noch ruhig noch mal attackieren. Überfall. Immerhin bist du nicht weit weg. Kettenbefehl bringt nichts, weil wir können da eh nur zwei Taktiken einsetzen und das würde auch nicht gerade viel Schaden. Es würde zwar schon viel Schaden machen, aber nicht so viel, wie ich es gerne hätte. So, wie machen wir weiter? Setzen wir Hilfe ein. Was passiert denn eigentlich, wenn wir Hilfe einsetzen? Ja, okay, der rückt nicht weiter vor. Jede Taktik raushauen und alles muss weg. Aber den definitiv werde ich wahrscheinlich heute Kessel aufnehmen, weil ich irgendwie Bock auf das Spiel habe.
Die einzigen, wo ich wirklich, wo ich sagen muss, wo ich keine Probleme habe, um die Musik zu benutzen und etc., war bis jetzt Ubisoft, muss ich sagen. Die haben sich bis jetzt nicht beschwert, dass ich irgendwie jetzt Assassin's Creed oder so aufgenommen habe. Die haben wirklich keine Probleme damit. Konami hatte mit mir irgendwie, sag ich jetzt mal, Probleme, weil ich Metal Gear Solid mal versucht habe zu Let's Playen, aber da haben die gemeint, nee, die Musik soll ich nicht verwenden. Aber naja, habe ich es halt wieder verworfen, das Let's Play. Aber Gott sei Dank noch rechtzeitig, bevor ich hätte ein. Vielleicht hätte ich da einen Strike noch bekommen, wenn ich länger gewartet hätte. Du bist verwirrt, du kannst nichts machen. Er setzt Salbe ein. Nee, doch nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, da hätte man nämlich unsere. Da hätte man nicht weiter angreifen können. Mit Zhang Fei jetzt. Ah, was machen wir? Wir machen Hinterhalt. Und es funktioniert. Super. Aber wenn ihr jetzt fragen solltet, welches Kessel ich spielen werde, natürlich den dritten und letzten Teil. Weil ganz einfach, der zweite ist zwar etwas älter, aber da hätten wir auch wieder dieses Dynasty Warrior Verschnitt und ich möchte da ein bisschen Abwechslung, sag ich mal, von der Geschichte reinbringen. Es wäre jetzt blöde, wenn ich Dynasty Tactics nämlich Let's Playe, was ich natürlich tue. Dann nebenbei noch Dynasty Warriors und dann noch Kessen 2, weil das ist dann eigentlich die komplett gleiche Geschichte, muss ich sagen. Und ja, das wäre nicht gerade klug. Und deswegen habe ich mich für Kessen 3 entschieden, was ich definitiv heute noch aufnehmen werde. Vielleicht noch irgendein anderes LP, weil ich irgendwie wieder in Aufnehmerlaune bin. Überfall 100% und du machst so viel Schaden. Naja, noch einmal oder zweimal mit Zhang Fei angreifen und dann ist das Ding gegessen. Hier kommt mal Attacke. Setz mal Hilfe ein. Die Schlacht haben wir so gut wie gewonnen. Ach, wird Zeit, dass der auch mal ein neues Taktikfeld kriegt, damit er einfach noch offensiver wird. Was kannst du noch? Finte. Angriff. Oh, so viel zieht das schon ab, ey. Oh, Guan Yu, ey. Das ist wirklich der Kriegsgott. Höchstpersönlich. Ich hoffe, es reicht von der Lautstärke bis jetzt erstmal. Wie viele Minuten haben wir schon? 19 Minuten nach der Schlacht werde ich auch erstmal den Part beenden, damit ich ganz einfach mal ein bisschen rum hantieren kann, damit das nicht mehr so halt. Das stört mich ja selber, dass ich euch nicht die Qualität liefern kann wie andere. Obwohl ich eigentlich schon gutes Equipment, sag ich jetzt mal, habe. Abgesehen vom Mikrofon eben halt.
So gelobe ich mir das. Mal sehen, was wir kriegen. Legenden. Das ist eine ganz geil. Das ist ein, was ganz Geiles. Das können wir Liu Bei geben. Und somit würde der noch ein paar Plätze freikriegen für Offiziere, die er mitnehmen kann in die Schlacht. Hoffentlich sind das genug Felder für, damit wir Mifang und Mizu und vielleicht noch jemand anders mitnehmen können. Ah, endlich. Ja, kann Ingenieur-Einheit aussehen. Ja, der schließt sich uns nicht an. Das war eher klar. Vorricht. Fürst Liu Bei, ich bin beeindruckt. Das verdanke ich meinen ausgezeichneten Strategen. Zhuge Liang, der, den sie den schlafenden Drachen nennen. Ja, schaust du. Mal sehen, ob der es durch die... Naja, okay. Hat sich erledigt. Du brauchst nicht mehr hinter den feindlichen Linien. Er hat die alle anderen rekrutiert. Ich mache jetzt nur Vorbereitung, dann beende ich erstmal den Part. Gott und Mensch, krieg's weg. Ach nee, das wechselt zu Stärke. Nee, dann wähl zu Gott und Mensch. Okay. Aber du kannst eine Einheit wechseln. Also habe ich mich mit den Gegen Infanterie und Ingenieur. Du kriegst Ingenieur. Wir schauen mal ein bisschen. Ach, ich will doch nicht Gegenstände. Reitet verbesserte Attacken und Verteidigung. Gute Bewegung und Angriff, vielseitige Einheit. Ne, komm, wir lassen das. Was das? Was hast du eigentlich noch für Einheiten? Offensiv orientierte Infanterie stark gegen Kavallerie, schwach gegen Bogenschützen angegriffen. Elite-Infanterie stark gegen Kavallerie. Okay, dann lassen wir die Einheiten so. Kannst du wenigstens. Ja, tatsächlich. Er kann noch jemanden mitnehmen. Wen nehmen wir denn mit? Ich hätte ja nichts gegen jemanden, der. Obwohl, Liu Feng würde sich schon anbieten. Er hat 6000 Mann. Liu Qi, das ist. Ich glaube, einer von Liu Biaos Verwandten, wenn ich mich nicht irre. Könnten auch Mi Fang mitnehmen, der hat auch. Oder Mi Zu. Okay, wir nehmen Mi Zu mit. Irgendwie jetzt nochmal. Ah ja, du kannst was machen. Dir geben wir Lockvogel. Denn du bist ein Vogel. Nein, war Scherz. Ja. Da will ich nämlich sagen, weil wir sowieso nichts mehr machen können, die anderen Zivilisten können wir nicht rekrutieren, werden wir nach Lu Kur gehen. Aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Gebt ein Däumchen nach oben, empfehlt mich weiter, lasst ein Abo da oder schreibt was Positives in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch über Verbesserungsvorschläge, sage ich jetzt mal, freuen. Wie gesagt, steht alles in der Videobeschreibung. Und dann haut rein, Leute, und ciao.